Genau, Blau-Rot TV, jetzt mit meinem Lieblingsspieler, Pep Schlösser. Hallo. Wirbelwind auf der rechten Seite. Ja, heute ein anfangs zähes Spiel, erste Halbzeit war noch relativ neutralisiert. Habt ihr euch da gegenseitig kaum Torchancen. In der zweiten Halbzeit habt ihr ein bisschen mehr Schwung mit rausgebracht und das Ding dann nach Hause gefahren. Ja. Ist der Trainer wieder lauter geworden in der Halbzeit? Ja, und die Jungs untereinander auch. So, müssen mehr machen. Ich glaube, wir haben auch abgesprochen in der ersten Halbzeit, gucken, okay, was machen die? Was ist die Taktik von Homberg? Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, okay, da haben wir etwas anders in den Aufbau gemacht. Und dann siehst du auch also mehr Abschlüsse und mehr offensive Chance. Ja, ja, in der Offensive bist du auch häufiger zu finden, hast eine Menge Scorerpunkte schon gesammelt, ein paar Flanken hast du gegeben. Ja. Wir beide haben auch noch so eine kleine Absprache, ja, dass wenn du ein Tor schießt, warte ich noch auf deinen Jubel. Jetzt habe ich die ganze Hinrunde umsonst gewartet. Ja, ich war jetzt zweimal... War nee daran, aber noch nicht da, wo, noch kein Tor, ja. Leider nicht. Aber den Jubel müssen wir noch warten, immer. Ich hoffe, am nächsten Spiel in Eerste wieder hier oder gegen Essen vielleicht dann. Und, ist auch gut, mache auch einen Jubel, ist auch kein. Mache mein Trikot aus und so, ist auch kein Problem. Aber ja, ja, für jetzt noch Flanke geben, so Vorlage geben ist auch gut, aber ein Tor natürlich ist. Hat das anders noch immer. Ja. Wenn du gegen Essen ein Tor machst, dann kann das von mir aus auch das Einzige bleiben, wenn wir damit 1-0 gewinnen. Ja, dann gehen wir zusammen Essen, oder? Ja, sowieso. Ja. Sehr gut. Und gewinnen dann, ne? Ja. Komme ich noch darauf zurück. Ja, was? Du hast jetzt ein Bild gemacht. Letztes Mal haben wir gesprochen, da waren wir in St. Tönis, das hatten wir noch verloren. Ja. Jetzt bist du ein bisschen länger dabei. Hast dich gut, ich denke, du fühlst dich ganz wohl, wenn ich das so beobachte, auch auf der Weihnachtsfeier und so in der Mannschaft. Ist eine ganz gute Stimmung. Ja. Wie ist deine Zukunftsaussicht für die Rückrunde? Ja, was du gesagt hast, bei St. Tönis haben wir, glaube ich, 6 Punkte aus 6 Spielen geholt. Und danach haben wir eine gute Serie so angefangen, auch gezeigt. Leider letzte Woche verloren dann, aber hoffen dann jetzt wieder in Serien wieder so 6-7 Mal zu gewinnen. So eigentlich so, du kannst immer einmal verlieren, natürlich hoffe ich das nicht. Aber ich hoffe so, dass sie so immer so ein paar hintereinander gewinnen. Und dann kannst du denk ich auch bei Baumberg und bei Ratingen richtig gut anschließen. Ich denke, ich sollte auch nog Punkte verlieren. Want die moeten nog gegen een ander spiel ook nog zo. Er ist noch viel drin. Da ist noch viel drin. Ja. Ich kann dich auch ein bisschen, ich weiß, du bist jemand, der guckt nur nach oben. Ne? Ja. Mir wurde ja ein paar Mal gesagt, ja, wir wollen erstmal gute Saison spielen. Der Florian Abel sagt das gerne im Interview. Aber ich weiß, du willst Erster werden. Naja, ja. Punkt. Stadion, klar. Ja. Okay. Ja, aber was ich sage, im ersten Spiel haben wir auch viele neue Spieler dazu geholt. Ich war auch später dazu. So ein bisschen kennenlernen und auch den Taktik. Jungs müssen einander ein bisschen so finden. Auch mit, okay, was für Qualität hast jeder Spieler. Jede Spieler. Und ich denke, dass wir jetzt so wissen, okay, was kann der. Und dann sieht man auch natürlich, nicht alle Spieler sind immer so gut wie andere Spieler. Aber wenn wir gewinnen, das ist das Wichtigste. Ja. Sage ich dann immer. Ja. Ja, so sieht's aus. 3 Punkte. Alles andere. Interessiert keinen. Ist egal, was wo man steht. Pep, ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns in der neuen Saison wieder und dann machst du dein Tor. Ja, gehe ich von aus. Ich auch. Ja, vielleicht 2. Alles klar. Danke dir. Ciao.